Passend zur Vorweihnachtszeit sind wir Staatskünstler auf Herbergssuche. Nachdem man uns im ORF nicht mehr will, suchen wir Asyl und haben es gefunden, nämlich hier beim Standard. Und gleich einen ganz prominenten Interviewgast bei uns, die legendäre Radiostimme des Oskar Bronner. Sie kennen sie sicher aus vielen, vielen Werbespots. Das ist jener Mann, der seit vielen Jahren den Oskar Bronner spricht. Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen? Das war nicht einfach. Es gab natürlich ein Casting. Und das habe ich gewonnen und seitdem darf ich Oskar Bronner spielen. Gab es schon einmal auch andere Versuche, die Rolle irgendwie anders auszulegen? Ein bisschen lauter oder hysterischer oder wilder? Na, das würde ich nicht zusammenbringen. Könnten Sie mal versuchen, für uns auch Werbung zu sprechen? Zum Beispiel die Staatskünstler jetzt auf Standard.at. Seid ihr noch die Staatskünstler? Ja, fangen wir das gar nicht an. Das ist jetzt schwierig okay. Für uns. Ja. Aber ich kann es trotzdem probieren. Ich bitte doch, und ja. Man kann es ja dann wegschmeißen. Wenn ja, okay. Wegschmeißen ist bei uns. Okay, ich muss aber mit meinem Einleitungswort beginnen, sonst bringe ich es nicht zusammen. Ja. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Hiermit präsentiere ich die Staatskünstler auf der Standard.at. Warum sind wir Staatskünstler auf Herbergssuche? Weil man uns aus der Staatskünstlervilla delogiert hat. Da wohnt jetzt die John Otti Band drin, gemeinsam mit der Vera Ruswam. Deshalb sind wir auf unserer Flucht jetzt hier beim Standard gelandet. Freunde, wie gefällt es euch? Naja, es ist geheizt, trocken. Ja. Es regnet dann rein. Kein Wind. Und was man schon ein bisschen merkt, ist, der Standard wird ja derzeit auch nicht gerade mit Regierungsinseraten überschüttet. Und vielleicht unser Appell, damit wir diese Spaltung der Gesellschaft überwinden, dass doch auch diese Regierung auch dem Standard wieder ein bisschen Geld einsteckt. Weil, ganz ehrlich, das... Es ist nicht zum Saufen. Es ist nicht zum Saufen. Ja, das ist Ihnen noch arm beim Standard. Der Kickl hat Sie ausgeschlossen von den Informationen. Der hat gesagt, die Kringkanne, da geht es dem Standard wieder ähnlich wie uns. Auch wir werden vom Innenministerium nicht mehr ausreichend informiert. Und darum haben wir uns überlegt, wie können wir diese Beziehung wieder verbessern. Und da ist uns das aufgefallen. Es gibt da diese legendäre Fantasieuniform vom General Goldgruber. Generalsekretär ist er. Ne? Beim Kickl, der hat eine eigene Fantasieuniform bekommen. Der Herbert Kickl hat keine. Das sagen wir, das gibt's ja nicht. Ja, das kann eigentlich nicht sein, gerade weil, und ich glaube, jeder vergönnt ihm das, Herbert Kickl, seit er Minister ist, glaube ich, dem Zustand der Freude so nahe gekommen ist, wie ihm das genetisch möglich ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, etwas fehlt ihm immer noch. Glück? Nicht Glück, nicht Freude, nein, eben eine Innenministeruniform. Ach so. Ja, natürlich wollen wir Qualität bieten, deshalb haben wir das Atelier Lilo Almog aufgesucht. Du hast dir was überlegt, wie man dieses Repräsentationsproblem angeht. Ja, also es ist mir eine große Ehre, einen Vorschlag unterbreiten zu dürfen, den Herrn Innenminister der Würde des Amtes und seiner Person entsprechend einzukleiden. Umso mehr, als es das bisher nicht gibt. Es könnte ja vielleicht sogar eine neue Tradition gestiftet werden. Und wichtig, Traditionen sind wichtig, sind gerade in einer Zeit, wo die meisten Menschen ihre Identität nicht mehr sicher sind. Ja. Deshalb freue ich mich sehr, da einen Vorschlag zu unterbreiten. Von Vorteil ist, dass Herr Minister von zierlicher Gestalt ist. Mhm. Also man kann etwas Körpernahes, was auch die Taille schön zeigt, präsentieren. Ja, noch dazu ist beim Stiefel gut angelegt die Möglichkeit, ein bisschen zu strecken, indem man einen Absatz gut unterbringt. Ah ja, das sieht man hier. Ja. Vielleicht müsste man den ein bisschen größer machen. Na, man darf es nicht übertreiben. Darf ich ganz kurz wegen der Kopfbedeckung fragen? Ist das Absicht, dass das ein wenig an die Burschenschaft... Das stört in meinem Konzept nicht. Die Hauptidee war allerdings, dass die ausdrucksvollen Augen von Herrn Innenminister nicht überschattet werden sollten durch eine Kopfbedeckung. Deshalb eben eine knappe Kappe. Und von hinten ist es der klassische Schwalbenschwanz. Ja, nicht? Das war auch, der Herr Minister bewegt sich ja flott, er ist eine sportliche Persönlichkeit. Und das Wehen der Schöße würde die Dynamik unterstreichen. Das ist leider ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja. Das finde ich sehr schade. In der jetzigen Regierung ist das Wehen der Schöße eigentlich... Kommt mir vor, passiert öfter, oder? Ja, aber ja, weil die Luft nicht von außen, sondern von innerhalb der Hose. Jetzt haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, der Florian hat schon in der Hand, was Sie denn zu unseren Entwürfen sagen. Machen wir mal das eine, ist ein bisschen was Körperbetonteres wäre für den Herrn Minister. Also das finde ich eine sehr kecke Lösung. Das würde tatsächlich neue Standards in die offizielle Kleidung bringen. Mein persönlicher Zugang ist, dass ich immer
schön finde, wenn man sieht, wovon Menschen träumen. Mhm. Dass sie sich so kleiden, dass man ihre Träume sieht. Ja. Ah, da wäre vielleicht gleich der nächste Entwurf ganz passend. Das ist das heimatverbundenste Modell. Oh, das wird ja immer spannender. Wobei, da würde ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Leiberl dazu wünschen. Doch. Ja, doch. Aber ja. So, das stimmt, das versteht ein bisschen wie ein Nockerbatz. Ja, außerdem ein Jackerl. Ich meine, das könnte nein, es ist uns da eigentlich um die Hose gegangen, mehr oder weniger. Das ist, nur ein Symbolbild. Das ist jetzt kein Foto aus seinem Privatarchiv. Okay, nein, danke. Ja. Wir haben dann eine bisschen verspieltere Variante, ein bisschen was Gemütlicheres. Ja, das ist ja entzückend. Also, da sehe ich die Farbe Blau auch. Es ist ein bisschen legerer, natürlich. Ja. Ich finde das aber, sehr nett. Aber wir haben uns gedacht, dadurch, dass er auf einem Pferd reitet, auch dieses Erhabene, dass das besser zur Geltung kommt. Ja, ja. Also das Pferd ist überaus niedlich. Das bietet auch Assoziationen an die liebenswürdige Seite, von der wir doch hoffen, dass wir noch mehr davon erleben können. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein Signal an die Familien und so, dass das ein Magnet ist für die ganze Familie. Ist. Ja, also das Liebliche an dem Pferdchen finde ich sehr ansprechend. Ja. Den letzten Entwurf wollte ich noch zeigen, das wäre wirklich ein bisschen was Gewagtes, aber der Herr Minister ist auch im Nachtleben unterwegs. Und das wäre diese Variante, wo man wirklich ein bisschen körperbetont arbeitet. Das ist ja entzückend. Also ich wünsche Herrn Minister und seiner Umgebung viele Gelegenheiten, wo das die angemessene Kleidung ist. Weil das ist sicher ein abenteuerliches Leben. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dann dafür sehr geeignet ist. Und ich glaube gerade, der Herbert Kickl ist nicht nur Minister, sondern auch Mensch. Was sagst du jetzt so auch zum Puma-Logo an sich? Das ist ja nett, weil der klassische Puma springt ja mit aufgerichteten Schwanz. Ne? Und der schleicht so dahin. Ich meine, hat das eine besondere Bedeutung? Ich glaube, er ist traurig, weil wir so überfremdet sind. Darum lässt das Schwarzwald ein bisschen hängen. Ja, also das wäre dann eine attraktive Interpretation. Wenn der Budgetrahmen wirklich sehr eng sein sollte, hätte man noch da ein Modell dazu. Das wäre wirklich das Puristische halt. Das ist das Modell, ich habe nichts zu verbergen. Fast ganz nichts. Reizend, ja. Oder des Ministers neue Kleider. Ja, das ist ein schönes Motto. Bevor wir jetzt ins Innenministerium wandern, um den Herrn Innenminister mit unseren Entwürfen zu beglücken, haben wir vorher noch eine Kleinigkeit. Ja, weil es gibt im Innenministerium bereits einen Mann, der eine selbst entworfene oder zumindest neu entworfene Uniform spazieren tragen darf, den Generalsekretär Goldgruber. Das war auch notwendig, weil frühe Regierungen in ihrer Zukunftsvergessenheit ja gar nicht mitgekriegt haben, dass man Generalsekretäre braucht in den Ministerien. Da war keine Uniform vorgesehen, die musste neu her. Ist auch sehr, sehr schön geworden, aber jetzt kommen wir mit einer eigenen Uniform für den Herrn Kickl daher. Jetzt wird der Herr Goldgruber natürlich enttäuscht sein, weil er sein Alleinstellungsmerkmal dadurch verloren hat. Ist ja wie bei einem Kindergeburtstag. Nicht? Das eine Kind hat Geburtstag, man muss immer auch ein Geschenk fürs andere Kind mitbringen, damit es nicht so traurig ist. Und das haben wir. Wir haben ein spezielles Geschenk für den Herrn Goldgruber. Nämlich ein Memory. Er hat ja im BVT-Untersuchungsausschuss so oft gesagt, dass er sich nicht erinnern kann. Jetzt haben wir uns gedacht, als kleine Gedächtnisstütze oder als Gedächtnistraining ein Memory. Da sind mit alle wichtigen Leute sind dabei, an die er sich erinnern sollte. Da haben wir seinen Chef, haben wir da. Den kann man gar nicht oft genug üben. Ja, dann haben wir den Bösewicht von früher, den Herrn Kleubmüller, aber auch andere gefährliche Leute, wie den Herrn Armand oder einen Bild. Dann hier den Herrn Lett, das ist der immer mit den Zeugen vorher spricht. Frau Schmudermeier, wenn man mal eine Richterin braucht. Was war mit dem, Florian? Das ist der Herr Preißler. Der hat der Kickl selber vergessen, dass der bei der FPÖ ist. Na gut, aber das sind so viele, das ist so eine erfolgreiche Bewegung, da kann man nicht alle kennen. Ja, aber der ist nicht bei der FPÖ. Der Gottfried Küssler ist doch nicht bei der FPÖ. Aufpassen, wenn man mit dem redet. Aufpassen, auch bei dem ein bisschen aufpassen, das ist der Herr Lansky. Wenn man noch Zeugen braucht, mit denen man irgendwie, da wäre die Karte wär so als Sortiment eigentlich, Joker gedacht. Und dann haben wir noch einen Sonderbonus für den Herrn Goldgruber. Wenn man sich überhaupt nicht mehr erinnern kann, mit wem man gerade gesprochen hat, hier die perfekte Antwort, der Steinscheißer Karl, der geht immer. Ja, und wenn er vielleicht mit dem Herrn Innenminister privat dieses Spiel spielen will, gibt es einen Joker für ihn, nämlich den Einzelfall. Die deutsche Sprache ist zu primitiv, um auszudrücken, wie leid es den Damen und Herren im Innenministerium getan hat, dass sie uns nicht empfangen können. Aus zeitlichen Gründen. Es hat ihnen wirklich, wirklich leid getan, aber sie haben einfach beim besten Willen keine Zeit. Wir hätten so gern unsere patriotischen Morgengaben direkt übergeben, aber es war beim besten Willen seitens des Innenministeriums. Es hat ihnen wirklich leid. Ja, aber da kann man ihnen nicht helfen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Im Falle vom Herrn Kickl, jeder ist seiner Ideen Schmied.
Sorry. Wir werden ihm vielleicht auch leid. Wir werden es euch schicken, per Post, eingeschrieben. Ja. Weil dann kommt es vor Weihnachten noch an. Und das ist uns wichtig. Vor Weihnachten. Ja, Bert, wo bist du? Entschuldigung. Ja, wir werden unsere Entwürfe und das Memory selbstverständlich per Post an die Beschenkten schicken. Vielleicht können wir dem Standort wenigstens das Porto umhängen, oder? Ja, nein. Und wenn ich kilometerweit rennen muss, ich schicke Ihnen das via EMS. Die müssen das übermorgen haben. Gut, außerdem haben wir noch ein Geschenk für die beiden Herrschaften. Wir haben Ihnen zwei Demonstrationen geschenkt. Zwei schöne Demonstrationen. Jetzt werden Sie sagen, wie geht das? Wie kann man Menschen Demonstrationen schenken? Wir können das. Und wenn Sie wissen wollen, wie wir das gemacht haben, dann müssen Sie zu uns in den Rabenhof kommen. Ja, ab dem 27.12. bis inklusive 31.12. sind wir jeden Tag dort auf der Bühne. Mit unserer Jahresbilanz und danach sind wir auf EU-Tournee. Also wir konzentrieren uns auf den österreichischen Teil der EU. Ja. Die Termine für diese Auftritte finden Sie auf unserer Wir-Staatskünstler-Facebook-Seite. Jetzt aber davor ein kleiner Film, wo Sie unsere kleinen Demonstrationen anschauen können. Viel Spaß dabei. Und hier ist sie, unsere Anti-Oppositions-Demo. Wir fragen, ist da jemand? Wir sagen... Erwachet! Los geht's! Wir marschieren! Los! Wir marschieren! Oh! Wir sind schon da. Also, unsere Forderungen sind, die Sozialdemokratie muss erwachen. Wir brauchen eine schlagkräftige Opposition. Erwachet! 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 Was ist mit euch? Was ist mit euch? Hallo! Es ist eh offen. 6 bis 21 Uhr geöffnet. Geht schon. Es ist noch nicht 21 Uhr. Das weiß ich. Wir wollen die Mendel sehen. Wir wollen die Mendel sehen. Unser Wunsch wurde erfüllt. Heiligen drei Könige. Ja. Gut, also wollt ihr einen Nussstudel zum Abschied? Zum Abschied hast du gemerkt, die wollen, dass wir gehen wieder. Zum Abschied ein Nussstudel. Gut, dann nehmen wir jetzt den Nussstudel und schleichen uns. So, danke. Danke. Danke sehr. Für dich. Liste jetzt Schäuber in Vertretung. Hallo? Fassungslos. Das ist der politische Alltag in Österreich. Es gibt eine gute Nachricht. Es steht draußen die Exekutive und der Peter Pilz ist vorbeigekommen. Wie kommt der kleine Wirtschaftstreibende dazu, dass wegen dem Blödsinn dauernd ein Stau ist? Was das Geld kostet, ist ein Wahnsinn. Bitte, zwei Polizeiauto hinter uns. Das Geld ist ja alles ein Steuergeld. Stopp den Demo-Wahnsinn. Stopp den Demo-Wahnsinn.